wenn die Kraniche ziehen. Eine halbnackte Frau, die sich summend in einer Schüssel wäscht, während ihr Mann mit zerknittertem Lächeln Akkordeon spielt. Leo hatte geweint, wie ein Kind, als er diesen Film sah. Leo verliebte sich sofort in diese Frau, die mit einem Strohhut in der Menge schlenderte. Tourist. Waggon 32, Vierer Klasse. Zug Nummer 923. Auch mit Platzkater sitzt man auf dem falschen Platz. Wer setzt sich schon auf das Zugewiesene? Schweigend versinkt das Abteil in Zeitungslektüre. Die Nahtstellen der Gleise setzen den Beat. Kam ein Mädchen auf einem Fahrrad vorbei und das Mädchen sagte: Sie sind bestimmt nicht von hier. Ich habe noch nie Leute von hier picknicken sehen. Spatzen. Ein Jungvogel war dabei, hatte noch keine Färbung im Gefieder. Er genießt diese Stunde. An Bord eines Schiffes zu gehen, ist immer eine freudige Aufregung. Etwas Großes geschieht. Man bewegt sich vom Festland auf den schwankenden Boden eines von stampfenden Dieselmotoren vorwärts getragenen Wasserfahrzeugs. Ich sitze auf dem Achterdeck im Schatten auf einem Stuhl. Die Mitpassagiere dösen, essen, trinken, unterhalten sich leise. Sie haben sich eingerichtet in diesem Nachmittag, genau wie ich. Der Zufall hat sie zusammengebracht, hat sie durcheinander gemischt. Schicksale, verschiedene Lebensalter und auf die Stühle des Achterdecks dieses Schiffes gesetzt.
Dem Pappelpappus gleich schwebt durch den Tag er leicht, in abgewetzter Lebensjacke, ungebeugt und reich, an der Fabrik vorbei, in der man Missverständnisse erzeugt. Onkelchen, geh noch nicht fort, gib mir noch Wort. Eine 3 bis 4 Kilometer lange Bucht. Am südlichen Ende begrenzt durch eine Felsnase. Weit draußen die Fischerboote.